Da geht eine Treppe runter. Der Umlauf ist dann etwas niedriger. Über den Toren geht das immer ein Stück rauf. Okay. Aber wie viel? Hat er drei Tore? Und über den drei Toren geht dieser Umlauf. Du kannst ja auf diesen Holzbrettern um das ganze Ding drumherum gehen in. Okay, ich gucke erstmal von der Seite wieder. Das wird, die Türme werden oben breiter. Die werden breiter, ja. Wie Ich mache gucke ich mir das im das Spiel denn? aber nochmal an mit diesem Rundlauf. Mache ich das mit Stufen? Ich glaube, ich mache das mit Stufen. Minecraft-Musik. Und dann sieht es da so aus, als ob da Zäune wären. Mal schauen, kann man das denn machen? Erstmal gibt es hier Geländer. Genau. Bisschen entrindet habe ich auch noch. Dann geht man ja darauf. Warte mal, wie hoch ist denn das jetzt? Nee, da muss noch eins. Aber du machst ihn jetzt gerade sehr schmal, ne? Die sind da auch schmaler. Mal noch mal ins Spiel reingehen durch den. Durch den Gang, der da oben lang geht. Ja, Die aber sind die haben ja nicht. erstmal von unten bis wo das mit, wo die zum Drübergehen ist, ist eine Breite. Ja, aber oben sind die nicht mehr quadratisch. Ich habe hier ein Bild von der Rückseite dieser Türme. Kann dir das schicken? Ich hab selber Bilder. Ja, von innen, die Türme von innen. Hast du das? Ja. Da sind die nicht mehr quadratisch. Das ist richtig. Die haben quasi links und rechts haben die, könnte man Mauern nehmen. Wobei wir mit Holz arbeiten, das wird dann nicht gehen. Nee, das sieht nicht aus. Nee, die sind
Die sind nur unten quadratisch, die Türme. Da oben sind die nicht mehr quadratisch. Ja, das ist richtig, aber du hast ja hier schon weggenommen. Ja, weil da dieser Gang lang geht. Müssen wir den eins nach hinten versetzen. Dieses hier. Muss das noch eins nach hinten? Ja. Ich glaube, das Beste, was ich mache, ist, dass ich nur mal in dem Spiel reingehe. Und dann, mir das mal von oben angucke, weil ich bin da tatsächlich noch nie da oben entlang gegangen, weil ich es halt nie brauchte. Entschuldigung. So, und dann ist hier irgendwie eine Leiter dran, dass man hoch kann. Da ist auch schon eine dran. Hier? Guck mal. Hier kann man hoch. Ja. Da kann man auch hoch, ja. Ist halt nur die Frage, wofür. Und hier, naja, es sieht jedenfalls so aus. Man kann nichts dafür, dass sie das so haben. Ich gucke mir das noch mal im Spiel richtig an. Und dann sind da oben drauf diese, da würde ich Feuerzeuge. Lagerfeuer nehmen, ne? Ja. So, und hier geht nämlich eine Treppe runter. Keinen Entründeten mehr. Doch, zwei habe ich noch. Ich habe hier noch fünf. Hier geht eine Treppe runter. So, aber ich weiß nicht genau bis wohin. Nee, du machst die Treppe gerade zu früh. Das geht noch weiter. Ja, die muss hier. Hier kommt die Wo der Turm Treppe. aufhört, Ja. hin. Okay. Also hier. Genau. Okay. Natürlich macht er es wieder verkehrt herum. Euch kriegt einen Affen, ey. Hast du es an dem letzten drauf gemacht? Aua. Das hier, das ist an dem letzten Baumstamm, ne? Hast du das hier? Ja. So.
Das macht nämlich dann auch wieder Sinn. Aber geiler sähe es echt aus, wenn wir eine Fünferbreite hätten. Ja, dann machen wir sie 5 breit. Dann werden sie aber gleich sehr viel größer. Es wird, ist immer gleich ein ganzer Meter in Minecraft. Ist heftig, ne? Ja. Denn du musst ja den Rest des Gebildes optisch danach ausrichten, nach der Größe dann. Jetzt ist das schon eckig. Weiß ich gar nicht, was wir dann da. Das ist ja eigentlich der Weg, der kann ja eigentlich aus normalen Fichtenbrettern bestehen. Hätte ich eigentlich gerne aus Planken gemacht, aber dann ist da eine Lücke. Hier ist auch noch mal ein Geländer. Das ist aber nur so wie dieses hier. Weiter ist das nicht. Dahinter kommt kein Geländer mehr. So. Oh. Und die Leiter ist dann hier. Gerde. Ja? Ich glaube, wir müssen das hier tatsächlich verrücken, weil das Geländer hier, das Außengeländer, geht bei dem hier komplett durch. Obwohl, doch, dann haben wir immer noch eine Einerbreite zu gewählen. Das würde doch passen. Auf der Seite geht es durch? Der geht durch, ja. Bis zur Treppe. Auf der Seite nicht. Nee, auf der Seite. Da ist gleich hier die Leiter. Genau. Weil auf der anderen Seite ist keine Leiter. Okay. Da geht dann nur die Treppe runter. Es müsste nämlich die Seite sein, hier, wo nämlich die Pferde sind. Genau. Genau. Ja. Genau, hier ist nämlich so ein Pferdestand. Das geht nur nach außen weiter. Was ich schade finde, ist, dass die Leitern immer nur in Eichenholz sind. Ja, naja, das gibt es ja bei vielen Sachen, dass man sich das anders wünscht als Farbe. Wie sieht das dann da oben drauf aus? Weil das ist halt direkt so wusch, was so hell. Schoddy. Ich mache, glaube ich, da noch mal eine Leiter dran. Oh, ich habe gar nicht mehr so viele Stickies. So, hier fehlt zwar jetzt noch eine Leiter, aber so. Ich guck mal, weil wie ging das denn noch mal? Num, 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 num.
So, bei dem Fischermann konnte man Lagerfeuer eintauschen. Wir brauchen ja, würde man sagen, 4 pro Turm. Passen die denn da oben drauf? Ja, durch die Treppen ist ja da jetzt viel Fläche entstanden. Das stimmt. Was hast du gesagt beim Fischer? Ja. Was will denn der Fischer dafür haben? Smaragde, wie alle. Hatte ja gerade erstmal ein paar neue Smaragde gemacht, geholt, Ja. generiert. Sind die in drüben? Smaragde sind im Keller, ja. Ja, meinte ich. Ja, dann gehe ich das mal eintauschen, wa? Ja. So, machen wir dann hier auch Stein. Boah, der Regen könnte jetzt aber mal aufhören, ne? Ja, wäre nicht schlecht. Wir im richtigen Lehm. Ich wollte es nicht gesagt haben. Weißt du, es ist halt total krass. Letztes Jahr um die Zeit konntest du bei uns durch den Rhein gehen, ohne zu ersaufen, weil Ja. der Pegel auf 3 Zentimeter war. Ja. Und jetzt sind wir bei einem Pegel von 2,66 m. Ja, ich sag doch, es gibt überhaupt nichts Normales mehr. Es ist alles krass irgendwie. Wir haben nur noch 34 Smaragde. So, Herr Fischer, sind Sie denn auch noch in der Fischerhütte? Das ist die Frage. Er streunt ja gerne mal in der Gegend rumher. Jupp. Herr Fischer! Ich höre Fischer, kein. Fischer, wie tief ist das Wasser? Ich höre kein Haar. Och Mann, wo ist denn der schon wieder hin? Jetzt durch den Regen siehst du ja auch nichts, ey. Oh, Gott sei Dank. Tja, wo ist der jetzt hingelatscht? Dass der mal oben im Dom drin war. Nee, der war in den Bergen da verschütt gegangen. Der war in den Wasserlauf geraten und den hat es unten in eine Höhle gespült. Wäre wahrscheinlich besser mal geblieben. So, und dann haben wir hier. Banner. Warte mal, ist der jetzt bei den Bauern? Ja.
Ja, du bist Schäfer. Fischer, der ist... Ja, Junge, du bist super. Wo ist er denn hin? Der ist hier im Kuh-Schaf-Hühnerstall. Aha. Aber die können doch keine Zauntüren aufmachen, oder? Irgendwo drüber klettern können sie halt. Naja, der ist jetzt auf jeden Fall im Zoo, wollte ich gerade sagen. Im Bauernhof. Im Bauernhof, ja. Okay, da kann er halt nicht... sich nicht wieder auf Null stellen, wenn er nicht mehr tauschen will, weißt du? Ja. Er muss wieder zurück. Aber der hat doch ein Bett und sowas, ne, in seiner Hütte. Ja. Komisch. Komischer Typ, ey. Der mag sein Zuhause nicht. Und dabei ist das direkt an einem schönen See. Diese Banner, die haben eine Grundfarbe, ich würde sagen blau und dann rot und was Gelbes in der Mitte. Naja, also wann braucht man blau? Gelb? Rot haben wir nicht. Also müsste man Rotwolle nehmen. Ja, die haben wir. Sehr schön. Und dann hat er dir doch ein rotes Blümelein gegeben. Ja, hattest du. Ich bin ganz verschleimt. War nicht gut. Muss ich mal gucken. Haben wir noch Eisengitter? Oh ja. Haben wir. Haben wir? Die hatte ich, glaube ich. Die hatte ich beim Dalmahal in eine Kiste geräumt. Uff, gut, so weit wollte ich jetzt nicht latschen. Aber ich gehe dahin, weil ich einen Webstuhl brauche. Kann ich welche mitbringen? Ja, dann gerne. Wenn du da eh hinlatscht. Ja. Aber der Fischer ist jetzt nicht wieder in seiner Fischerhütte, oder? Nee. Nee. Diese Kirschbäume sind ja auch riesig, wa? Oh ja. Aber schön. Ich habe ja in meiner Welt eine Burg mit einem Burggarten. Da habe ich die reingesetzt. Das sieht auch gut aus. Oh ja, da glaube ich. So. Ja, 20 Eisengitter haben wir hier. Mhm. Muss aber erst noch mal zu einem Webstuhl. Ja, mach das. Oh, das können wir doch. Haben. Mensch. Das haben wir. Ton? Wann habe ich den Ton abgebaut?
Vielleicht aus Versehen. Das wird, glaube ich, so passiert sein, ja.